Coaching, Berlin und heute zeige ich dir 5 verschiedene Drills, 5 verschiedene Übungen, damit du besser laufen kannst, damit du besser sprinten kannst. Übung Nummer 1 ist das hier. Du stehst auf einem Bein, dein Körper ist unter 80 Grad, du kommst oben mit deinem Knie und bleibst du da mit deinem Bein. Dein Bein ist voll gestreckt, dein Fuß ist ganz gerade und dein Gewicht ist genau hier, auf deinem Haken, ja? Und dann, dein Körper ist immer 180 Grad und kommst du hoch mit deinem Bein, ja? Und dann bleibst du da. Hier ist 90 Grad, dein Fuß kommt auch hoch und dann bleibst du da. Das erste Mal versuchst du in dieser Position für 10 Sekunden zu bleiben. Und dann kannst du immer mehr, kannst du 20 Sekunden, 30 Sekunden bis zu 1 Minute. Wenn du 1 Minute schaffst, das heißt, du bist schon ziemlich gut, deine Hüfte ist schon ziemlich kräftig und du hast eine super Haltung. Übung Nummer 2 ist die sogenannten Aachen, Rollen und Drücken. Und das heißt, die Übung ist das hier. Wir gehen und wir übertreiben mit unseren Füßen. Ja? Und das heißt, wir machen das hier. Haken, Rollen und Drücken. Haken, Rollen und Drücken. Haken, Rollen und Drücken. Das heißt, ich gehe runter mit meinem Haken. Ja? Wenn ich nach vorne komme, dann mein Bein ist geknickt und dieser Bein ist schon gestreckt. Dann komme ich nach vorne, ich drücke mit meinem Fuß und in dem Moment, ja, auch beide Beine sind voll gestreckt. Und dann komme ich runter mit meinem Haken. Tak, tak. Okay? Guck. Und Haken rollen und drücken, Haken rollen und drücken, Haken rollen und drücken. Ja? Und das ist wirklich ein super Übung, ein super Drill für deine Füße. Übung Nummer 3 ist das hier. Wir machen immer Haken, Rollen und Drücken und wir kommen hoch mit unseren Knie und wir strecken unsere Beine hinten und wir drücken richtig kräftig. Ja? Und wir machen das hier. Und 1, 2, 3. Siehst du? Mein Bein hinten ist voll gestreckt und ich rolle wirklich so, drücke richtig viel. Mit meinem Fuß und ich komme richtig hoch mit meinem Bein. Und wenn ich hier bin, wenn ich hoch bin, dann du musst immer denken, dein Fuß bleibt immer unten dein Knie. Und dann komme ich runter so, mit meinem Haken. Ja? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Komme ich hoch und runter. Okay, jetzt zeige ich dir nochmal. Und tak, tak, tak. Ja? Perfekt. Übung Nummer 4. Nenne ich Pinocchio. Ja? Wir arbeiten schön mit unseren Füßen, die Beine bleiben voll gestreckt, dein Rücken bleibt ganz gerade. Du guckst einfach so nach vorne und du arbeitest schon mit deinen Armen. Deine Hände sind natürlich offen. Ja? Und wir machen sowas. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak, tak. Wie du siehst, wenn ich hochkomme, mein Fuß kommt auch hoch. Und wenn ich runtergehe, dann ich drücke mir meinen Fuß. Das ist besonders wichtig. Wenn du schnell laufen willst, ja, wenn du schnell laufen willst, wenn du in dieser Position, wenn du runter gehst, dann genau da musst du einfach so drücken mit deinem Fuß. Wenn du das schaffst, dann drückst du richtig kräftig. Übung Nummer 5 ist das hier. 1, 2, 3, 4, ja, zeig ich dir so. Und 1, 2, 3, 4. Ja? Was Sie hier machen, ist natürlich so, wir drücken mit unser Bein und mit unserem Fuß und ich komme hoch mit meinem Knie. Und dann komme ich wieder runter. Also ich mache immer, ich habe mit einem Fuß, dann mit beiden Füßen, mit einem Fuß, mit beiden Füßen, ein Fuß, beide Füße. Hier natürlich Koordination ist angefragt. Ja? Wenn du das sofort kannst, dann bist du schon ziemlich gut. Wenn du das lernen willst, dann lernen musst, dann gebe ich dir ein paar Tipps. Du fängst so an, ja, in dieser Position und dann machst du einen Sprung und dann bist du da mit beiden Füßen. Und wenn du hier bist, machst du wieder einen Sprung und dann sprungst du wieder auf einen Fuß und dann machst du das hier. Und dann wieder beide Füße. Bam! Sprung, ein Fuß. Sprung, zwei Füße. Sprung, ein Fuß. Sprung, zwei Füße. Und so weiter. Ja? Und dann versuchst du das immer schneller zu machen. Und dann irgendwann schaffst du auch das Problem durchzumachen. Das war's für heute. Mach bitte diese Übungen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.